Jo Leute, was geht? Der Milfanta ist heute am Start, natürlich wieder mit dem Lappmann Prime. Was geht Leute? Herzlich willkommen natürlich auch erstmal von mir und zu einem ganz besonderen Video natürlich. Ja, ein ganz besonderes, denn wir wollen uns erstmal bei euch bedanken für über 4000 Abonnenten, Leute. 4000 Abonnenten. Richtig geil. Sind mittlerweile schon wieder mehr. Wir sind einfach sprachlos. Ganz ehrlich, was soll man dazu sagen? Wo kommt ihr alle her? Das ist einfach geil. Wir wissen nicht, was wir dazu sagen sollen. Wir sind einfach nur glücklich. Und sagen echt fettes Dankeschön. Wir haben ein FAQ-Video natürlich hier an dieser Stelle gemacht, weil das der Wunsch von vielen Abonnenten war. Genau, also ihr hattet sehr viele Fragen an uns, immer wieder gefragt, hey, die Stars, wie alt ist ihr? Und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht spoilern. Deswegen sagten wir, komm, beantworten wir doch mal eure Fragen. Ihr durftet unter das Video, was wir dafür gemacht haben, mit Hashtag FAQ eure Fragen stellen. Und die haben wir jetzt alle aufgeschrieben. Und werden die jetzt alle hier im Video beantworten. Im Hintergrund gibt es Gameplay vom Community Day. Wir haben mit Abonnenten Rocket League gezockt. Und das gibt es hier zu sehen, damit ihr euch natürlich nicht langweilt. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Ja, das wäre Vame. Aus welchem Bundesland kommt ihr? Also ich glaube, wir kommen aus Niedersachsen. Ja, das würde ich auch sagen. Was ist euer Lieblingsauto in Rocket League? Gut, also bei mir wäre das echt Octane. Ja. Einfach geiles Auto. Komme ich echt super mit klar. Ja, er schon, ich nicht so gut, aber mein Dominus GT ist mein Liebling. Dann wollen wir mal GLP HD. Macht euch YouTube Spaß? Nein. Nee, überhaupt nicht, deswegen machen wir es auch jeden Tag. Ja, also es macht uns wirklich super Spaß. Und es ist wirklich mittlerweile ein Teil von uns und auch von unserem Leben, kann man wohl sagen. Ja. Das gehört einfach dazu und ohne können wir uns das irgendwie auch gar nicht mehr vorstellen. Nee, nicht so richtig. Aber wieso habt ihr mit YouTube angefangen, fragt er noch. Also, wieso habt ihr mit YouTube angefangen? Weil irgendwie, bei mir war es zumindest so, hat es mich schon immer begeistert, Videos von irgendwas zu machen. Wo ich ein kleines Kind war, habe ich zum Beispiel mit ein paar Kollegen einfach mal ein Video gemacht, wo wir mit einem Fahrrad gegen einen Baum gefahren sind. Gut, ist jetzt nicht sonderlich schlau, aber hat man einfach mal gemacht. Und das dann zu filmen, andere gucken sich das an, lachen darüber und so. Sowas macht einfach Spaß. Ich schneide auch gerne Videos, mache sowas allgemein gerne. Ja, und ich bin einfach nur dazugekommen. Nee, Spaß, also wie mich. Schlechtes Vorbild muss ja auch dabei sein. Genau, so sieht's aus. Ist halt da. Ja. So, nächste Frage. Von Daniel Traxler. Welches Auto sollte man als Anfänger benutzen? VW Golf kann ich da sagen. Ich glaube, er meint Rocket League. Also als Anfänger. Es gibt immer so zwei Fahrzeuge, wo einem jeder sagt, der sich ein bisschen mit dem Spiel auskennt, dass die ganz gut sind. Normalerweise muss jeder rausfinden, welches Fahrzeug zu einem passt. Das dauert etwas länger. Aber man könnte sagen Octane oder Breakout, weil Octane wirklich eine gute Hitbox hat. Man kommt allgemein gut mit ihm klar. Er ist jetzt nicht so lang, dass man Bälle mit einem Volley perfekt treffen kann. Aber dafür gibt es den Breakout. Der ist dafür rum, aber wieder zu flach. Wenn man manchmal auf den Ball zuspringt, hat man das Gefühl, man trifft ihn, flutscht aber drunter durch. Und deswegen Octane oder Breakout sind, glaube ich, für den Anfang ganz gut. Sind auch keine DLC-Cars, was heißt, jeder hat sie. Und das würde ich zumindest sagen. Ja, also ich schließe mich dem eigentlich ganz gut an. Also falls du DLC gekauft hast, kannst du auch Dominus versuchen. Der geht auch immer. Ja, genau. Außer bei mir. Aber wieso habt ihr mit YouTube angefangen? Haben wir eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet. Die Frage hatten wir auch gerade schon, Spaß. Werdet ihr mal wieder ein Turnier machen, ist die nächste. Also ich bin offiziell raus. Wie gesagt, es werden alle 1 bis 2 Monate Turniere kommen. Immer wieder verschiedene, wo ihr euch auch manchmal aussuchen dürft, was wir für ein Turnier machen. Bisher haben wir eins am Laufen, von dem her wird das noch ein bisschen dauern. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, Red Phoenix, Sintmilfanta und du Brüder. Okay, also ich glaube nicht, oder? Nee, kann vielleicht im Geiste, sein. Aber nicht nicht biologisch gesehen. Ich wollte das jetzt nicht pervers rüberbringen. Wenn nicht, wie habt ihr euch kennengelernt? Hack ist schuld. Ja. Hack ist ganz klar schuld. Wer ihn nicht kennt, durch einen Kollegen von uns, der hat ihn einfach mal mitgebracht. Ja, und dann haben wir zusammen gezockt und ein Video gemacht. Das war sehr krank. Ja, war es wirklich. Aber na gut. Ich kann das gerne mal unter diesem Video, wenn ich es finde, in der Videobeschreibung verlinken. Nein. Kann sein, dass es nicht gleich da ist, weil ich es erst noch suchen muss. Nein. Das war sehr krank und wer sich das angucken möchte, kann das natürlich gerne machen. Und dann kommt auch zur nächsten Frage. Celse 01, habt ihr auch noch eine andere Konsole wie PS4? Also bei mir ist das so, ich brauche nur die PS4. Ich habe noch einen Laptop, ich habe ein iPhone, ich habe ein iPad. Könnte ich überall mit zocken, aber ich zocke nur mit PS4, weil mir reicht das. Ich bin jetzt niemand, der den ganzen Tag zocken muss. Wenn, dann aber PS4, Rocket League oder auch mal Spiele wie The Division oder Battlefield. Also
Ja, also mir geht's eigentlich teils genauso. Ich habe jetzt so vor kurzem die PS4 bekommen, mehr oder weniger. Ich zock sonst noch an der PS3. Ich habe einen Laptop und auch, wie er auch, ein Handy und so weiter und so fort. Da könnte ich auch überall dran zocken, aber demnächst wird es hauptsächlich Rocket League an der PS4 sein und BO2 auf der PS3. Gut, nächste Frage von Dominik Henschel. Wann habt ihr angefangen zu zocken? Da muss ich mal kurz überlegen, von Roman. Mit 6 Jahren habe ich, glaube ich, angefangen zu zocken. Sucht. Alter, ich war von Anfang an so ein verdammter Gamer. Du bist wahrscheinlich in Las Vegas in so einem Casino geboren, ne? Nee, da kam ja gerade, also zu Anfangszeiten der PS2, die rausgekommen ist. Ja, die PS2 sag ich schon, ja. Als die PS2 rausgekommen ist, bin ich mehr oder weniger angefangen mit dem ganzen Suchten. Und naja, das war auch meine einzige Konsole und zwar auch absolut meine Favoritenkonsole. Also bei mir war das, wenn ich mich richtig erinnere, 2. Klasse, glaube ich, mit 7 oder so, habe ich eine PS2 bekommen. Und mein erstes Spiel war irgend so ein Disney-Film mit Himmel und Huhn oder so. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ja. Und mein zweites Spiel war Ratchet und Clank. Und das habe ich wirklich so oft gesucht und ich habe alle Teile davon gespielt. Und ja, mit 7 habe ich, glaube ich, angefangen oder mit 8. Wie seid ihr auf den Namen Prime Buddies gekommen, fragt er mal. Also Prime haben wir von Transformers, Optimus Prime kennt irgendwie jeder. Buddies, ja, wir sind Buddies. Ja, genau so sind sie aus. Glaube ich gar nicht anders sagen, ne? Okay, R3, V-E-R-T, was weiß ich, 3K96. Leck mich doch. In welchem Bundesland lebt ihr, hatten wir schon mal. Das hatten wir mit, wie hieß das nochmal, Niedersachsen beantwortet. Und er hat noch eine zweite Frage. Habt ihr einen Lieblings-YouTuber? Ja, also Moment, ich gucke mit ein paar YouTuber, die echt geil sind. Alles Rocket League-YouTuber. Ja, bei und, mir auch. Ja, einige kennen bestimmt Jaser und so. Gucke ich ganz gerne. Oder Need Mike, falls es einer sagt, sind aber englische YouTuber. Und die gucke ich ganz gerne, die machen auch echt verrückte Sachen. Von daher würde ich ja sagen, Gronkh guckt man auch immer gerne. Ja, ich nehme nicht, aber... Hast du einen? Nö, ich habe keinen Idol oder Lieblings-YouTuber in der Hinsicht. Ich gucke mir einfach nur ab und zu Rocket League-Videos random einfach an, die so vorgeschlagen werden. Und naja, so gezielt auf YouTuber bin ich nicht aus. Dann gut, nächste Frage. Ina Erik 14911. Seid ihr Fußballfans? Wenn ja, welcher Club? Ja, also ich bin Fußballfan von der ersten Bundesliga Bayer Leverkusen. Kenn zwar kein Schwein, aber die mag ich ganz gerne. Hallo, hörst du das gerade im Hintergrund? Ja. Da schreien ganz viele Leute absteigen. Ja, du und ich auch, die sind wenigstens nicht so wie Hamburg oder so. Also ich bin Fußballfan, aber nur wenn EM oder WM am Start ist, dann bin ich immer für Deutschland. Sonst eigentlich Bundesliga oder so nicht wirklich. So, dann hat er noch gefragt, könnt ihr mal Videos mit Facecam machen? Ja, das war... Also das hatte ich schon mal angekündigt, das wird auch kommen. Viele fragen immer, ab wie viel Abonnenten und so weiter. Danach gehen wir gar nicht. Wir machen das, wenn wir Lust dazu haben. Und vor allen Dingen, wenn wir das Geld dafür haben, das alles zu kaufen, denn man muss eine gute Facecam kaufen. Man muss das wirklich alles erstmal mit der Technik hinkriegen. Es wird irgendwann noch kommen, wann genau wissen wir aber noch nicht. Okay, und dann kommt John Cena ist Illuminati confirmed. Der ist geil, der ist echt geil, der Name. Respekt. Hättet ihr damals, als ihr mit YouTube angefangen habt, gedacht, dass ihr über 4K knackt? Ganz ehrlich, ich hätte nicht mal gedacht, dass ich das erste Video abgeloadet bekomme. Genau. Ich hatte überhaupt keinen Plan, denn ich hatte vorher schon mal so einen random Kanal. Ich habe einfach irgendwelche lustigen Sachen hochgeladen. Und wenn man mit etwas neu anfängt, ist man natürlich ein Vollspast. Genauso habe ich mich auch benommen. Ich hatte überhaupt keinen Plan davon. Und dann habe ich einfach irgendwann mal angefangen, mit einem Kollegen zusammen aufzunehmen. Und ganz ehrlich, wir hätten nicht mal gedacht, dass wir 100 Abonnenten knacken. Von daher ist das schon echt krass. Ja, also ich kann mich nur anschließen, als ich hier confirmed bin. Das war total bekloppt hier und wir haben einfach nur Videos zum Spaß, also wie jetzt auch natürlich, aber nur zum Spaß gemacht und über die Abonnenten haben wir eigentlich nie so richtig nachgedacht. Wir wollten einfach nur, dass ihr und wir Spaß haben dabei, ne? Ja, wir dachten uns so bei den ersten Videos, es gibt Leute, die sich das echt antun. Ja. Dann würdet ihr mir eine Kiste, irgendein Item, das ihr noch nicht habe, geben, please? Würden wir gerne machen, aber wir haben im Moment echt nur Kisten doppelt. Von daher geht das leider nicht. So, jetzt fragt der Kaio Shin, was macht ihr beruflich? Also,
Ja, also ich bin noch Schüler, ich werde wahrscheinlich mal demnächst zur BWS gehen und dann halt mein Abitur machen und habe vor zu studieren. Möchte eventuell Lehrer werden, falls du es auch so weit wissen möchtest, aber das ist so meine Vorstellung. Also ich mache im Moment Praktikum und was ich danach so machen werde, weiß ich noch nicht. Das ist immer so schwierig, weil es gibt diese Standardberufe und da man will irgendwie immer was Außergewöhnliches machen, aber es muss halt auch was sein, was passt. Von daher bin ich da echt im Moment noch hart am Überlegen. Ja. So, dann kommen wir zu seiner nächsten Frage. Könnt ihr euch vorstellen, noch viel größer zu werden, 100.000 oder so? Oder ähnliches, ja. Okay, das ist schon echt heftig. Das also, ist eine Summe, Alter. Ich komme mal gerade auf 4.000 klar. Von daher, also, es wäre natürlich ein Traum, noch mehr zu bekommen. Und wir freuen uns wirklich immer über jeden, der dazukommt. Und sich das antut, was wir hier tun. Nein, also es ist schon eine geile Vorstellung, aber ich sag einfach mal, ich könnte mir es vielleicht irgendwann vorstellen, ja. Ja, bei 100.000, sorry. Kleiner Freundschaftsversprecher. Also, Azad Yarazir. Könnt ihr mal eine Verlosung machen, einen Wagen oder so? Ja. Also, wir haben schon ein paar Giveaways gemacht. Und sind am Überlegen, ob wir demnächst noch eins machen. Genau, einfach mal gucken, wie es so läuft, gucken, was wir so machen können. Und es wird auf jeden Fall irgendwann wieder ein Giveaway kommen. Und er hat gefragt, wie alt seid ihr? Also, wie alt bist du? Hau raus. 16, glaube ich, ne? Cool, also ich bin 19 und... Ja. Schon ein alter Knacker. Nächstes Jahr erstmal Rente, wa? Bingo! Wie schafft ihr es, so viele tolle Videos zu produzieren? Danke erstmal. Ja. Wie schaffen wir das? Ja, wir machen das manchmal wirklich so, dass wir uns einen Tag nehmen, Nachmittag, wo wir was anderes machen könnten, sagen dann alle Termine ab und sind dann wirklich hart am Videos produzieren. Oder wenn wir einfach manchmal zum Spaß zocken, sagen wir, hey komm, jetzt könnte es lustig werden, lass einfach mal aufnehmen. Also es ist eigentlich immer unterschiedlich, je nachdem wie es gerade passt. Ja, und dann kommt da noch eine passende Frage zu, wie viele Stunden steckt ihr pro Tag in YouTube rein? Also, bei mir kann ich das sagen, ich komme nachmittags von der Schule wieder und bin eigentlich den restlichen Nachmittag bis abends so gegen 9 wirklich nur an YouTube dran, dass ich die ganzen Fragen von euch beantworte bzw. euch helfe. Ihr seid einfach wirklich mit manchmal den besten Fragen dran. Und gut, ich würde sagen, was würdest du sagen? Also bei mir ist es wirklich auch so, sobald ich irgendwie eine freie Minute habe, kümmere ich mich um YouTube. Entweder schneide ich Videos, was manchmal wirklich Stunden oder Tage dauert. Oder mach die Thumbnails, also die Bilder für die Leute, die es nicht kennen, für die Videos. Schreib Abonnenten, antworte denen, helf manchmal Abonnenten, zocke mit denen. Und ja, eigentlich wirklich jede freie Minute, die man so hat. Gut, dann haben wir Mr. Feuerstachel-Fan. Was sind eure Lieblingsspiele, egal welche Konsole? Also zu meinen absoluten Lieblingsspielen gehört auf jeden Fall Rocket League. Das ist Platz 1, das wird auch wahrscheinlich immer Platz 1 bleiben. Auf Platz 2 habe ich, wenn ich mal so kurz überlege, von früher Mittelerde Mordors Schatten. Das war ein Spiel, ich habe es geliebt, ich habe es durchgesuchte Platin geholt. Einfach ein geiles Spiel. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, so von den älteren Titeln Ratchet und Clank und so, was ich halt früher gerne gespielt habe. Das gehört auch dazu. Also bei mir ist es eigentlich, ich habe ja nur noch PS4, wenn ich hier bin, natürlich selbstverständlich Rocket League. Und dann würde ich sagen, ist dann noch BO2. Battlefield spiele ich auch gerne, bin aber der totale Noob. Naja, was spiele ich sonst so gerne? Eigentlich nichts weiteres so. So, nächste Frage von einem Yarex. Findet ihr, dass ihr gut in Rocket League seid? Also... ganz ehrlich, es gibt Tage, da sind wir echt gut. Es gibt aber auch Tage, da sind wir echt mega scheiße. Und es gibt natürlich auch verschiedene Modi. In 4 vs 4 zum Beispiel bin ich auch richtig schlecht. In 3 vs 3 dafür bin ich wiederum etwas besser. Also es kommt eigentlich immer auf die Tagesform an. Wir können manchmal echt gut sein. Wir können manchmal echt scheiße sein. Also jein, sage ich mal. Also ja, die Frage natürlich noch, hat er mir gleich für mich mit beantwortet. Wir haben natürlich noch sehr viel zu lernen, aber... ja, das passt schon. Manchmal ist das echt. Dann haben wir Kengitz Caracas, keine Ahnung. Wieso ist der Bildschirm immer geteilt? Spielt ihr Splitscreen? Nicht schön anzusehen. Also ja, es ist Splitscreen, weil wir bis vor kurzem nur eine PS4 zusammen hatten. Und da wir natürlich beide mit im Video sein wollten, beide zocken wollten, war es immer Splitscreen. Das wird manchmal auch noch kommen. Aber da der Milfhunter jetzt meine alte PS4 bekommen hat, hat er eine... und dann werden wir sehen, wenn ich das auch dementsprechend ein Headset habe, dass wir halt zusammen so online spielen können, ne?
Ohne Splitscreen natürlich. Ja, yeah. Gut, dann Galaxy Hunter 20. Wie heißt Milf mit echten Namen? Das ist ja ganz klar, René. Und wann kommt Haki mal wieder? Wann ist er mal wieder beim Video dabei? Also das ist ganz easy, wenn er Lust dazu hat und wenn er endlich mal wieder was machen möchte. Da kann man da nicht zu sagen, das muss er selber beantworten. Genau, Fix03 würde, mich würde interessieren, ob und wenn ja, welches Ziel ihr auf YouTube hattet. Also unser Ziel ist einfach, Spaß zu haben, gemeinsam Videos aufzunehmen und wenn man damit Leute begeistert, neue Leute kennenlernt. Wir haben dadurch sogar schon Freunde gefunden, also unser Ziel dadurch ist es einfach, Spaß zu haben und gemeinsam was zu machen. Ja, genau. Damit hat er meine, also die Frage auch für mich beantwortet. Nächstes Mal fängst du an. Irgendwie beantworte ich dann so mit. Ist doch wurscht. Das sind ja allgemeine Fragen. Pascal Grave, was wollt ihr mit YouTube erreichen? Haben wir gerade oben erklärt. Genau. Macht ihr mal ein Community-Treffen? Ja, also ich würde sagen, nächstes Jahr Gamescom sind wir, glaube ich, auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall, klar. Wahrscheinlich kann man da noch irgendwas einrichten, mal gucken. Müsste man sehen, mal gucken. Also ganz dagegen abgeneigt sind wir nicht, aber was halt zu finden ist halt ein bisschen schwierig. Dann hätten wir Justin Fuhrmann, bei wie vielen Abos zeigt ihr euch? Also wie schon mal erklärt, wir machen das einfach, wenn wir Lust haben. Und wenn wir die Technik dafür haben, mit Facecam, allem was dazugehört. Von daher, irgendwann wird es passieren, werdet ihr dann wahrscheinlich mitkriegen. Irgendwann wird es passieren. Ist doch so. Ist so, ja. Gut. Mario Berger, das wollte ich gerade sagen als Paul. Genau. Wie viele Abonnenten glaubt ihr, werdet ihr dieses Jahr erreichen? Also nach meinen Berechnungen hätten wir Ende des Jahres die 2000 geknackt. Von daher kann ich mich gleich nach dem Video hier lebendig begraben gehen. Vielleicht machen wir davon Vlog, dann seht ihr das auch mit Face. Nein, Spaß. Ganz ehrlich, wir sind jetzt schon so weit drüber, womit wir gerechnet haben. Vielleicht schaffen wir Ende des Jahres noch die 4500. Weil wir haben jetzt, glaube ich, gerade 4,3 oder so. Ja, Junge, du bist natürlich wirklich realistisch. Also ich würde sagen, wir werden Ende des Jahres an die 5 kriegen. Möchte ich zumindest mal hoffen. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, vielleicht so 4,5 oder 5. Ich sag 5 mindestens. Sehr optimistisch hier. Maximilian Engel, wann kommt das nächste Crates Opening? Also... ganz einfach gesagt, da wir aus den Kisten, die es im Moment gibt, fast alles haben, warten wir auf eine neue und wenn die da ist, dann geben wir ein neues Crates Opening. Wohin würdet ihr gerne reisen? Also ich war immer ein Riesenfan von den USA. Seitdem der mega geile Hengst Donald Trump der Präsident ist, da möchte ich irgendwie nicht mehr hin, weil ich bin echt kein Fan von dem. Ja. Wer weiß, was der da alles macht. Von daher, wohin würdet ihr gerne mal reisen? England, da würde ich auch gerne mal hin. Oder halt mal so Mallorca oder so als so geile Urlaubsziele, die wieder kennen. Oh, ich wäre mal auch für Japan. Bei den USA zählt dasselbe für mich auch. Kein Interesse mehr, aber Japan wäre auch schon eine geile. Ja, Japan wäre auch so geil. Also, es gibt halt viele schöne Länder, wo man überall mal hin möchte. Und Gamescom natürlich. Das ist ein schönes Land, finde ich auch. Nee, The Real Flex, mehr Partner auf Swindstriker. Du hast einen neuen Namen, änder den bitte. Wie heißt eure Community bei Rocket League? Rocket League Community bei die Prime Buddies haben wir, glaube ich, schon ganz oft erklärt. Ja. Wie weit kommt ihr, also welches Level glaubt ihr? Also Level... Es geht doch nur bis Rocket hier, wieso sollte man da nicht hinkommen? Ich glaube, er meint damit den Ranked. Also den Rang meint auch so. Wenn wir das endlich mal spielen würden, würden wir bestimmt noch ein bisschen aufsteigen können. Also ich bin im Moment Shootingstar. Shootingstar? Von daher, ja, ich spiele das oft mit meinen Kollegen. Wenn wir da mal ein bisschen weitermachen können, kommen wir da bestimmt noch höher. Nur haben wir da irgendwie nie Zeit für. Von daher, ja, keine Ahnung, bis wohin. Also Superstar würden wir locker schaffen. Und Champion ist natürlich echt hart. Kann ich jetzt schlecht sagen. Ich habe keine Ahnung, denn ich spiele so selten Ranked, beziehungsweise im Moment noch kein Ranked. Ab Dings, wenn ich meine eigene PS4-Konsole habe, werde ich mehr und öfter Ranked zocken. Mal gucken, wie weit ich dann komme. Ich glaube, Rising Star, Shooting Star ist auch, glaube ich, noch drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man genug trainiert, ist alles drin. Ja, bestimmt. So, Ricardo Helms, habt ihr vor, regelmäßige Crate Openings zu bringen? Also ganz ehrliche Antwort, ja. Ja, also regelmäßig, solange es immer wieder was Neues gibt, ist es natürlich ein bisschen anders. Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder ein 100 Crates Opening machen und wir haben schon alles aus den Kisten, könnte man natürlich sagen, lohnt sich. Ja, genau. Also wir warten immer auf neue Kisten, werden dann dazu vielleicht zu den neuen Kisten ein, zwei Openings machen.
und dann natürlich wieder, wenn eine neue kommt und so weiter und so fort. Also es werden regelmäßige Openings kommen, manchmal auch mit Giveaways. Das wird sich alles noch so zeigen. Live to go. Was ist euer Lieblingsauto in Rocket League? Was ist euer größtes Hobby, außer YouTube zu zocken? Also Lieblingsauto war bei mir ja Octane, das hatten wir schon. Ja, bei mir war es Dominus. Und größtes Hobby außer YouTube? Und zocken. Und zocken. Ja. Ja, was ist da? Fang du mal an. Also ich hab gar keinen Plan. Also ich würde sagen, mein größtes Hobby außer YouTube ist mit Fußball und Angeln. Und ja, also ich spiele in der Verteidigung, falls man das noch wissen möchte. Aber ansonsten glaube ich auch nichts anderes. Also mein größtes, ich gehe gerne ins Kino, aber das ist jetzt kein Hobby. Sport mache ich gerne. Handelbank und sowas. Ich höre gerne Musik. Ja, kann man glaube ich auch so angeben, oder? Ja, glaube ich schon. Ich esse auch gerne was. Ja, das tue ich auch. Dominik Heidelberger, wie kommt man in Rocket League Community? Einfach beitreten. Genau. Wie kommt man in euer Turnier? Einfach schreiben Hashtag dabei. Unter dem Infovideo. Und mit Glück ist man dann dabei. So, jetzt it's Ariel PvP 2004. Spielt ihr PS4 oder PC? Wir spielen beide PS4. Weil ich habe nur einen Laptop und der ist fürs Zocken nicht geeignet. Der war eigentlich nur damals für die Schule, für die Schulaufgaben. Ja, auch bei mir ist das Gleiche. Ich hatte zwar einen PC, der dazu in der Lage wäre, aber nee, brauche ich nicht. Ich bin lieber so ein Konsolenfan. Ich mag Tastatur nicht gerne. So, Dennis Austria. Wie seid ihr auf YouTube gekommen? Also einfach mal Just for Fun ein Video hochgeladen. Dann Spaß gehabt und weitergemacht. Genau. Marvin 251201. Wann kommt die nächste Community Challenge? Also, da wird es mal wieder Zeit für, da hat er auf jeden Fall recht. Ja, stimmt. Wann die kommt, werden wir wahrscheinlich noch auf Twitter oder Instagram posten. Also, da könnt ihr auf jeden Fall mit rechnen. Und könnt ihr mal eine Roomtour machen? Wir müssten uns nicht zeigen, ja, sagt er dazu. Ich habe gerade schon, wo ich es vorgelesen habe, überlegt. Wäre durchaus mal drin. Würde ich sogar gerne machen. Könnte man auch wieder als Abo-Special für irgendwas benutzen. Ja, stimmt. Daher, ja, werden wir auf jeden Fall machen, denke ich. SpikesHYT, könnt ihr euch eventuell abwechseln mit dem Aufnehmen, weil Splitscreen nicht meins ist. Also das haben wir ja vorhin schon erklärt, von daher. Nächste Frage. Frozen Skills, wie seid ihr auf Rocket League gekommen? Also das habe ich entdeckt. Und zwar war das im Juni, glaube ich, 2015 PS Plus Titel. Man konnte sich das so downloaden. Und ich habe das gesehen, ich dachte, komm, sieht lustig aus, gedownloadet. Dann habe ich auch wirklich die erste Zeit einfach gespielt, ohne nachzudenken. Wie so ein Bot halt. Und irgendwann hat es dann richtig Spaß gemacht, dann habe ich das etwas ernster genommen. Und ja, so sind wir halt drauf gekommen. Er ist drauf gekommen, dadurch, dass ich ihm gesagt habe, das ist cool. Ja, genau. Genau so. Stimmt tatsächlich. Und ich habe natürlich so viel Spaß gehabt, dass ich weitergemacht habe. Und ja, dann haben wir... Wie heißt das? Heini22. Mögt ihr WWE? Wenn ja, wer ist euer Lieblingswrestler? Also, ich mag es nicht wirklich. Ich mochte es früher mal, heute ist das nicht mehr so meins, aus dem einfachen Grund, als kleines Kind hat man es noch gerne gemocht, wie die Leute Klappstühle ins Gesicht bekommen haben. Also dafür gehe ich auf eine gute Party, dafür gucke ich kein Fernsehen. Nein, Spaß, also mein Lieblingswrestler war The Rock, den mochte ich echt, den mag ich auch immer noch als Schauspieler, richtig geiler Typ. Und ja, ich hatte damals Big Show als Lieblingswrestler, ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube, gibt's den überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Kein Plan, Mann. Aber auf jeden Fall, der war mein Favorit von damals. Wie sieht es aus mit Real-Life-Videos? Ja, was wollt ihr da sehen? Ja. Ich meine, kann man machen, aber was wollt ihr da sehen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Emre Bulls, was würdet ihr machen, wenn ihr mal Streit habt zwischen euch und wie würdet ihr es dann mit YouTube machen? Ja, wir hatten noch nie Streit, das ist jetzt schwer. Seitdem ich mit irgendwelchen Leuten befreundet bin, habe ich mich vielleicht ein, zwei mit denen gestritten. Aber man streitet sich, um sich danach wieder zu vertragen. Und deswegen mache ich mir darüber keine Gedanken. Ne, ich auch nicht. Wie gesagt, wir hatten noch nie Streit. Hoffen auch nicht, dass es so weit kommen würde. Mir fällt auch kein Grund ein. Ne, mir auch nicht. Außer das mit diesem Lappen. Also da reden wir noch drüber, ne? Also nächstes Mal bin ich allein dabei. So, Phil der Buddy. Wie lange spiele schon Rocket League? Also wie gesagt, bei mir sagt Release. Hab es dann gezockt, aufgehört, kein Bock mehr gehabt und dann wieder angefangen und seit Release, aber nicht durchgängig. Bei mir seit März, oder? Ich weiß es gar nicht. Könnte auch Ende Februar sein.
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, seit März. Es war da, wo das Batmobile rauskam. Da haben wir so. Ja, stimmt, richtig. Das war 8. März, das weiß ich noch. Ja, okay, dann. Ja, natürlich weißt du sowas. Ja, klar, noch. Weiß ich sowas. Alles klar, er hat ein eidetisches Gedächtnis. Natürlich. Nee, aber ich glaube, so um den Dreh muss es gewesen sein. Jojo Gamer BO3. Was ist der Breakout Type S wert? Sorry, ich hätte jetzt eine richtig blöde Antwort. Also, nichts gegen dich, aber warum fragst du sowas in einem FAQ? Das kannst du uns immer fragen. Ja, ist so. Ja, nach der Frage nach dem Sinn des Lebens kommt natürlich, was ist der Breakout Type S wert? Ganz ehrlich, er ist so viel wert, wie er dir wert ist. Je nachdem, was du dafür haben möchtest, kannst du auch verlangen. Du solltest jetzt nicht sagen, ich möchte 100 Kisten, 30 Mal Labyrinth und 4000 Dominus GT, das wäre natürlich übertrieben. Aber er ist, sag ich mal, genauso viel wert wie Dominus GT oder so. Es kommt natürlich immer darauf an, was jemand dafür haben möchte. Man soll es nicht übertreiben, aber man sollte auch nicht zu wenig verlangen. Ja, er ist nicht so selten wie jetzt Painted Exotische Wheels, aber er ist auch nicht immer überall zu haben. Ja, richtig. Die gleiche Antwort von mir auch. Dann kommen wir zu Jeremine HD 1901. Kommt mal Merch. Hatten wir schon mal kurz. Aber habe ich dann wieder eingestellt, weil ich mit den Designs nicht so ganz klar gekommen bin. Da wird bald auch mal was kommen, falls ihr sowas überhaupt haben wollt. Von daher, lasst euch überraschen. Ja, keine Ahnung, das ist auch gleich automatisch für mich beantwortet worden. Robin Jericho, könnt ihr mal ein Video machen, in dem ihr euch mit dem Zufallsgenerator ein Outro erstellt und dann damit spielt? Habt ihr Heatwave doppelt? Also das erste kann ich mir gut vorstellen. Ja, ist eine sehr gute Idee. Gegen das zweite hätte ich auch nichts, habe ich aber leider nicht doppelt. Ich hab's auch leider nicht doppelt, tut uns leid. So, Joe Twix, süßes oder salziges Popcorn? Ich hatte bis jetzt noch nie salziges, von daher süßes. Ich sag's auch, ist mein Spaß. Also ich habe schon beides gehabt und ich bin eher für süßes. So, Blumidi, Top-Pflanze. Alles klar. Alles klar. Raus. Macht ihr mal ein großes Paragon-Turnier, wo immer zwei von euch und drei Abonnenten in einem Team spielen, würde mich mega freuen. Also, wir haben schon mal über sowas geredet. Ich mache das immer mit dem Clubspur und Twinscube zusammen, auch zwei geile YouTuber. Vielleicht wird sowas mal kommen. Ich kann es noch nicht sagen, aber ich wäre auch dafür, wäre schon was Geiles. Ja, also ich kann da nichts zu sagen, weil ich spiele kein Paragon und hab's eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht vor. Mag zwar ein cooles Game sein, aber passt nicht so zu mir. Von dem her, tut mir leid, das musst du mit dem Prime hier ausmachen, würde ich sagen. Aber dann kommen wir zur nächsten Frage. Kick Army, was wolltet ihr als Kinder werden? Als Kinder, keine Ahnung, Astronaut, Feuerwehrmann und sowas, glaube ich. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Alter, du bist so richtig das Klischee-Kind. Ich wollte Wissenschaftler werden und danach wollte ich Astrologie, wollte ich auch mal machen, aber dann kam mir das mit den Dinosauriern in den Kopf. Ja, also die zu erforschen und halt zu entdecken, das wäre was Cooles für mich damals gewesen, aber heute, wie gesagt, möchte ich noch Lehrer werden. Was würdet ihr ohne YouTube machen? Zocken, genau. Ist richtig. Ohne aufzunehmen. Ja, ist eigentlich so. Mobile LP 1.0, was sind eure Ziele? Später erstmal der Kühlschrank in der Küche. Ja. Yeah. Und danach? Was ordentliches zu essen bei meiner Mutter. Haben wir schon mal zwei super Ziele. Was sind unsere Ziele? Natürlich weiterhin Spaß mit YouTube zu haben. Vielleicht auch mal irgendwann Rocket League, ein bisschen E-Sports zu spielen oder so, das wäre schon geil. Ja. Wird aber auf jeden Fall noch dauern. Ja, leider. Und sonst natürlich alles so zu haben, was man so braucht. Ja, Gesundheit und so. Das ist das übliche Klischee. Zockt ihr auf dem Kanal in der Zukunft noch andere Spiele? Also... Nein, auf keinen Fall. Also wir werden nie was Neues ausprobieren. Nachdem ihr dieses Video gesehen habt, wird der Kanal gelöscht. Mein ja. Spaß. es wird Battlefield 1 kommen. MW1 auch mal vielleicht. Ich gucke mal, wie sowas ankommt, ob ich das dann weiterbringe oder nicht. Anfang des nächsten Jahres wird dann For Honor kommen. Für die Leute, die es kennen, ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Habt da Bock drauf. Killing Floor heißt das Ganze. Killing Floor 2 werden Glubspur und ich mal testen. Oder Ghost Recon Wildlands wird, glaube ich, nächstes Jahr kommen. Also mal gucken, was da so am Start ist. Auf jeden Fall wird da was kommen. Ja, XX Snips, XXXX, was auch immer. Haben du und Milf eine Freundin? Eine. Ich bin raus. Okay, also ich kann das jetzt mal ehrlich beantworten. Ich habe eine Freundin und... Soneko, wie geht's? Ich sitze gerade, alles top und
Ja, geile Frage. Wir hoffen natürlich, dass es euch auch gut geht. Und kommen wir zur nächsten Frage. Shoppen 66, der Name ist auch wieder geil. Ist so. Erstens, könnt ihr was zum nächsten Update sagen? Ich habe gehört, dass eine zweite Form von Octane kommt. Das Gerücht könnte auch von mir sein. Nein, Spaß. Also ich habe das auch gehört. Und ein Kollege hat mir erzählt, dass irgend so ein Insider, dessen Voraussagungen zu 79% richtig sind, gesagt hat, dass Anfang Dezember die neue Kiste kommt. Mit neuem Stuff, einer neuen Form von Octane oder Venom. Und von daher kann sein, kann auch nicht sein, ich weiß es nicht. Und zweitens, könnt ihr mal mit GLP mal spielen? GLP. German Let's Play, das ist so ein großer YouTuber. Fuck. Ihn nicht. Shit. Er kennt ihn einfach nicht, alles klar, von daher fällt das aus. Oh Mann, ist der echt wichtig? Ich glaube, der wird uns nicht mehr, der wird uns ignorieren. Also. Ja, ja, auf von daher machen die meisten YouTuber keine Ahnung warum. Nächste Frage von Patrick mit den Wurzer. Wann kommt Paragon? Die Tage, auf jeden Fall. Ja, kann ich nicht. Und nächste Frage, Jan, kann ich euch auf PC adden? Das geht auf Skype. Milfhunter hat das, aber wir spielen auf PS4, von daher ist es schlecht. Ja, also ich sag mal so, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann müsst ihr tatsächlich eine PS4 haben. Oder halt, wenn wir in Rocket League erstellen, beitraten. Ja, beitraten natürlich. Lego Ritterbex, kannst du Milfhunters Kanal verlinken? Hat er schon. Und die GLP-Frage zum zweiten Milfhunter, kennt ihn immer noch nicht, verlosen. Wie heißt ihr von Rainer Bögel? Also ich heiße Michael und er heißt... René. Keiner Name. So, Alpha V-Logger. Hör auf, das zu sagen, wenn ich das sage. Wie alt seid ihr? Haben wir schon gesagt. 15 und 37. Scheiß mal. Spritstar 12, können wir mal zusammen PS4 spielen? Klar, das können wir machen. Okay, ja, können wir wirklich machen. Gernot Sommer Waiter. Hattet ihr einen Kanal vor diesem? Wenn ja, könnt ihr euer erstes Video zeigen? Also, ich hatte einen Kanal vorher, der existiert aber nicht mehr. Und mein erstes Video war. Ja. Ich glaube CODAW. Muss wohl, ja. Irgendwie sowas. Stimmt, das hast du am Anfang immer so gefeiert. Warum habt ihr einen Rocket League-Kanal gemacht und kein anderes Spiel? Eigentlich waren es erst wirklich nur Let's Plays. Ist dann Rocket League geworden, weil wir das Spiel einfach lieben. Fertig. Ja, genau so sieht's aus. So, Robby03, Apple oder Samsung? Ich würde sagen Apple. Obwohl ich mich damit nicht auskenne. Also ganz klar Apple, einmal Apple, immer Apple. Mein erstes Handy mit 13 war iPhone 4S. Seitdem bin ich dabei und... Ich habe nur Billig-Handys, von dem her, scheiß drauf. McDonald's oder Burger King? Ist immer die Sache, womit man zufrieden ist. Beides genau. Ist gut. Also McDonald's oder Burger King, ich war schon bei beidem. McDoof, ganz klar. Und McDoof gefällt mir besser. Ja, mir auch. Einjährig findet ihr, dass ihr in Rocket League gut seid. Habe ich schon mal, alles klar, ich habe es doppelt. Ist Ansichtssache, genau. Manchmal sind wir scheiße, manchmal sind wir gut. Haben wir schon gesagt. Jo. Fusion 0507, fändet ihr es cool, wenn ihr irgendwann von YouTube leben könntet? Natürlich finde ich das cool. Das wäre mega geil, also das wäre mega. Ja, das wäre wirklich mega. Das wär so ein Lebenstraum. Ja. Splash 2000. Wie tauscht ihr Dinge auf derselben PS4? Wir laden unsere Kollegen ein, geben denen das und die geben dann das dann dem anderen. Ja, genau. Also darauf achten, dass ihr denen vertrauen könnt. Ne? Also bei mir sind das wirklich Leute, ich kann denen zu 100% vertrauen. Und wie gesagt, sind schon Freunde fast. Candy Player. Könnt ihr mal eure Steuerung zeigen? Haben wir schon mal gezeigt? Nee, wir haben die Kamera-Settings gezeigt, nicht die Steuerung. Ach so, ja. Also, stimmt, gute ja. Frage, werde ich auf jeden Fall in einem Video bald mal machen. Jo, mach nächste mal. Frage von Lemon Haze One kommt Haki wieder. Und ganz ehrlich, wenn er Bock hat, wird er wahrscheinlich selbst irgendwann sagen, kennt ihr mich noch? Ja, ich kenne dich noch. Hab schon oft mit dir gezockt und macht die IW-Gameplays. Wird auch bald wieder kommen. Und dann haben wir noch eine Frage... Von Turbo Fighter. Er wollte wissen, wenn ihr drei Dinge an Rocket League verbessern könntet, was würdet ihr machen? Ganz ehrlich, dazu, es ist schon fast perfekt. Wenn ich was verbessern könnte, von allgemeinen Bugs, Serverproblemen abgesehen, ich glaube, ich würde einen Map-Editor machen, dass man sich selbst Maps erstellen kann und dort mit seinen Freunden drauf zocken kann. Ja. Dass man einfach mal vielleicht sieht, was die Spieler so haben möchten, außer Neo Tokyo. Und das dann vielleicht zu machen, das wäre, glaube ich, ganz nice. Dass man sich auch einfach auf sein Auto ein eigenes Design machen kann. Zum Beispiel jetzt draufschreiben, wie bei uns, Prime Buddies oder so. Sowas wäre geil, weißt du? Ja, das wär, oder so. Oder irgendwie so eine Clan-Flagge. Das wäre geil.
Das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass der Hoops-Modus ein bisschen besser oder besser gemacht werden würde, indem man, keine Ahnung, irgendwie mal größeres Feld oder mal Körbe, wo man nicht reinspringen kann. Ja, genau. Ganz an der Decke, ganz oben. Ja. Weißt du, dass du wirklich einen Volley machen musst und nicht sagen kannst, komm, ich springe einfach in den Korb. Ja, das ist einfach nichts geworden, finde ich, obwohl es Spaß machen kann. Ja, dann würde ich sagen, würde ich noch Rocket Labs irgendwie mal was raushauen, wo das Tor, also wirklich so ein, entweder ein kleineres Tor oder was irgendwo ganz oben links in der Ecke oder so ist. Also wo man oder so ein Tor, was sich immer portet, was einfach überall ist. Ja, das wäre auch das mal wär was lustig. Das wäre auf jeden Fall lustig. Und naja, ansonsten habe ich jetzt so auch das mit der Aufschrift, das wäre so wirklich eine richtig geile Idee und Opportunity bei Rocket League, aber naja, mal gucken, was noch so kommt. Gut, das war auf jeden Fall mit den Fragen zum FAQ-Video. Wir hoffen, wir haben alles beantwortet, was am Start war. Und ganz ehrlich, waren alles unsere ehrlichen Antworten. Wie gesagt, wir haben auch alles geantwortet. Danke nochmal für über 4000 Abonnenten, ihr seid echt die geilsten. Vielen Dank, ja, ist so. Und dann sagen wir natürlich noch, danke fürs Zusehen, haut rein, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, was weiß ich, habt, haut's in die Kommentare, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao.